Nachdem es bereits im Jahr 2017 zu elementaren Sticheleien und Scharmützeln zwischen den Szenen von Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg kam, sollte die Rivalität im Oktober 2018 schließlich ihren Höhepunkt erreichen. Zu den vorherigen Vorkommnissen wie der gezogenen Wolfsburger Zaunfahne, dem Zaunfahnenklauversuch der Dortmunder Zaunfahne der Gruppe The Unity sowie dem frühzeitigen Kneipenbesuch der Wolfsburger Ultras in Dortmund selbst haben wir bereits Videos veröffentlicht. Sollte euch also einiges der Vorgeschichte fehlen, dann bitten wir euch, dies mit den jeweiligen Videos nachzuholen. Im Oktober 2018 entschließt sich also die sportliche Fraktion des BVB, ein für allemal Klarheit zwischen beiden Szenen zu schaffen. Als der VfL auf einem Samstag in Düsseldorf anlässlich des 9. Spieltages der 1. Bundesliga gastiert, macht sich der Haufen von Grün-Weiß nach Spielende wieder via Zugverbindung auf den Weg nach Niedersachsen. Dass sich parallel eine Abordnung von Schwarz-Gelb bereits in Autos in einem niedersächsischen Dorf sammelt, ahnt von den Zugfahrern zu diesem Zeitpunkt niemand. An einem kleinen Regionalbahnhof namens Dedenhausen kommt es gegen 23.30 Uhr dazu, dass der Zug wie gewöhnlich hält. Als jetzt eine dreistellige Anzahl an schwarz-gelb gekleideten Personen auf den Gleisen einläuft, ist Wolfsburg sichtlich überrascht und kann die eigenen Zugtüren darauf nicht verteidigen. So gelangen viele Dortmunder recht zügig in den Zug, um sich dort mal von Angesicht zu Angesicht mit den VfL-Fans unterhalten zu können. Schnell ist klar, dass der Zugfahrerhaufen aus Wob den Angreifern an diesem Tag deutlich unterlegen ist. So kassieren die sich den Borussen in den Weg stellenden Wolfsburger teils ordentlich Backenfutter und müssen derbe einstecken. Nach in etwa 2 Minuten ist der Spuk beendet und Schwarz-Gelb zieht sich geordnet zurück in ihre Autos, mit welchen die Angreifer den Tatort daraufhin wieder zügig verlassen. Nachdem der Lokführer sofort die Bundespolizei alarmiert, treffen nur wenig später knapp 150 Beamte vor Ort ein. Diese können aber außer einigen VfL-Fans mit blutenden Wunden sowie einige wenige Sturmhauben von Seiten der Dortmunder nichts mehr vorfinden. Eine Strafanzeige stellte jedoch niemand der Angegriffenen und ärztlich behandelt werden wollten sie auch nicht, so die Polizei im Nachhinein. Der Zug kam schließlich mit rund einer Stunde Verspätung in Wolfsburg unter Begleitung einer Hundertschaft an. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.